kurz machen. Eine Vorbemerkung und drei kurze Bemerkungen zum Programm. Vorbemerkung. Also herzlichen Dank, Dieter Haushold und Gabi Zimmer, für eure Redebeiträge. Das verstehe ich unter komprimierter inhaltlicher Qualität, wie ich es mir öfters wünschen würde. Erste Bemerkung. Wir brauchen dieses Programm im Oktober schon deshalb, damit die Medien nicht mehr behaupten können, wir hätten keins. Diese Ignoranz, wie mit unseren programmatischen Eckpunkten umgegangen wird, ist doch himmelschreiend. Wir haben einen riesen Diskussionsprozess in der Partei gehabt und diese programmatischen Eckpunkte legen eigentlich, denke ich, schon so den programmatischen Grundrahmen für unsere Partei dar. Aber die Medien ignorieren das. Wir sind eine Partei, die ja sowieso eine üble Truppe ist und zumal auch noch kein Programm hat. Das muss beendet werden. Zweitens, ich war ja mit Dieter ebenso in Eisenach und habe dort den Professor Dörrer auch gehört und kann nur unterstreichen, was er dort ausgeführt hat. Wir leben in einer Doppelkrise. Wir leben also nicht nur in der Wirtschafts- und Finanzkrise, sondern wir leben auch in einer ökologischen Krise und die beiden sind miteinander auch noch eng verknüpft. Also, wie gegenwärtig wieder das Wachstum angebetet wird wie ein Gott, bringt uns nicht weiter, sondern führt uns in die nächste Krise. Darauf können wir warten. Das ist keine Lösungsoption. Und deswegen denke ich, haben wir da auch im Programmentwurf entsprechende Dinge niedergeschrieben. Und wer meint, ökologische Krise ist weit weg, betrifft uns nicht, dann sage ich, kurzfristig vielleicht nicht. Aber mittel- und langfristig sind auch wir hier in Gera davon betroffen. Und nicht nur wegen Fukushima, sondern generell wegen der Geschichte, wie global mit der Umwelt umgegangen wird. Das hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun und wird uns irgendwann sozusagen unsere eigenen Lebensgrundlagen berauben, wenn wir nicht Maßnahmen dagegen ergreifen. Und ich sage nur mal, bin ich auch nicht wieder weit weg von uns. Und in Jena gibt es Leute, die sich mit diesen Fragen beschäftigt haben und die haben gesagt, für unsere Region hier, wenn wir diese globale Umweltkrise nicht in den Griff bekommen, dann wird mittelfristig vielleicht 50, vielleicht 100 Jahre sich auch unsere Umwelt hier so weit verändern, dass wir also kein Wald mehr haben, sondern dass wir dann zunächst in die Savanne übergehen und dann eine Steppe haben. Also so ernst ist das im Grunde genommen und das ist auch wissenschaftlich untersucht. Da muss man gar nicht erst so sehr nach Fukushima schauen. Also, ich denke, wir brauchen auch in unserem Programmentwurf klare inhaltliche Positionen, wie wir als Partei mit diesen ökologischen Fragen umgehen. Das kann kein fünftes Rad mehr am Wagen sein. Und ich habe das, was der Ralf Lengert heute hier gesagt hat, sehr wohlwollend aufgenommen. Und ich denke, der ist wirklich auch einer, der inhaltlich mit diesen Positionen sehr sachlich umgeht und dafür auch kämpft, dass das in der Programmatik auch entsprechend berücksichtigt wird. Drittens sage ich aber auch klar, es muss Klarheit herrschen unter uns, und Dieter hat das, denke ich, auch deutlich gemacht, unser Markenzeichen für die Linke muss sein, wir sind die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Andere schreiben sich das auch in ihr Gesangbuch, aber wir, denke ich, haben den wirklichen inhaltlichen Anspruch darauf. Und das ist das Markenzeichen, das müssen wir immer wieder in vorderster Linie nennen. Und da bin ich bei dir, Gabi. Ich habe ja selber auch Kinder, eigene und Angeheiratete, die in der gleichen misslichen Lage leben. Wir brauchen einen Kampf. Inhaltliche Aussagen für eine soziale, gerechte und humane Arbeitswelt. Und insbesondere, sage ich das mal, das unterstreiche ich hier an der Stelle, in kleinen und mittleren Unternehmen, weil die meisten der Beschäftigten und alle meine im arbeitsfähigen Alter befindlichen Bekannten und Verwandten arbeiten in kleinen und mittleren Unternehmen. Die arbeiten nicht in der Großindustrie, sondern eben in diesen und dort wird manchmal ein Lohn gezahlt und ich drücke mich nicht gerne vulgär aus, den kann man nur noch als Schweinekapitalismus bezeichnen. Wir sind also, was manche Stundenlöhne betrifft, nicht mehr weit von der Sklaverei entfernt.
Und das birgt sozialen Sprengstoff. Ich weiß, dass die Deutschen ein bisschen anders reagieren wie die Griechen. Die sind sehr zurückhaltend und die muss man sozusagen lange schieben, bevor die zu einer Montagsdemo gehen. Weiß ich alles. Ich war bei der ersten mit dabei und ich muss sagen, dass schon wieder 7 Jahre ins Land gegangen sind. So schnell vergeht eben die Zeit. Also, wir brauchen den flächendeckenden Mindestlohn, aber wir brauchen auch Arbeitszeitregelungen. Sagen wir mal, wir haben heute, war mal das Wort von Familienfreundlichkeit hier geredet worden. Das sieht bei uns ganz konkret so aus. Zurzeit ist der Enkel bei der Oma, damit die Kinder arbeiten können. Denn die müssen heute arbeiten. Die wollen das nicht, die müssen das. Das wird einfach festgelegt. Und dann müssen die eben sehen, wie die mit ihren Umständen klarkommen. Kitas haben, glaube ich, am Sonnabend nicht auf, oder? Ja, es ist so. Ne? Also wir sind da auch noch weit davon entfernt. Wir müssen Arbeitszeitregelungen treffen. Wir müssen dafür kämpfen und eintreten, dass Überstunden wirklich bezahlt werden. Dass die Leute nicht monatelang auf ihren Lohn warten müssen und nicht wissen, wie sie sozusagen ihre Familien durchbringen. Und ich denke, da sind in unserem Programm einige Dinge aufgezählt, für die sollten wir streiten. Das ist letztendlich das, woran uns Bürgerinnen und Bürger die Menschen messen werden. Nicht nur das, was wir aufgeschrieben haben, sondern wie wir das auch in unserem politischen Kampf sozusagen versuchen umzusetzen. Dankeschön.